Was wir hier messen, ist einmal die Regen. Regenmenge, wann regnet es, wie viel. Wir haben hier eine Box, wo eigentlich alles zusammenkommt, wo sendet, wo ein Akku drin ist. Wir haben hier einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Wir sind hier auf etwas eher genaues umgestiegen, weil das ist das Hauptthema. Wir haben einen Blattsensor, der schaut, ist das Blatt nass oder nicht. Und im Boden innen haben wir noch Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit. Weil auch das hat einen Einfluss auf das pathogene Wachstum.